Die ganze Kneipe ist am Singen, Schunkeln und Tanzen. Heute Morgen um 11.11 Uhr, mehr als 1.500 Jecken haben ihren Spaß im kölschen Traditionsbrauhaus Unkelbach. Doch bevor die große Party steigen kann, hat Gastronom Alexander Mahne gerade am Vortag noch jede Menge Arbeit. Damit die Kasse an den Karnevalstagen klingelt, holt er mit seinem Betriebsleiter Frank Wegener Wechselgeld bei der Bank. Eine Tasche reicht nicht für die wertvolle und 200 Kilo schwere Ladung. Da sind ungefähr 13.500 Euro an Kleingeld drin. Warum genau die Zahl? Sind das Erfahrungswerte? Das sind Erfahrungswerte, weil wir einfach gelernt haben, dass die 1-Euro-Stücke, die verschwinden, man weiß nicht wie, also als wenn die Leute sie verschlucken, am nächsten Tag ist nichts mehr da. Ein Tag vor Karneval, noch kaum vorstellbar, dass in dem fast 100 Meter langen Brauhaus an Weiberfastnacht kaum noch ein Durchkommen sein wird. Das Bier ist bereits angeliefert, in 3 Kellerräumen stehen die Fässer. 20.000 Kölsch werden allein an Weiberfastnacht über die Theke gehen, schätzt Alexander Manik. Das sind jetzt alles 50 Liter Fässer. Wie lange braucht so ein Fass morgen, bis es durch ist? Ja, so ein Fass. Also ich denke mal, am Anfang trinken die ja relativ schnell und zügig. Und ich denke mal, so 20, 25 Minuten Maximum, dann ist so ein Fass leer. Oben im Brauhaus läuft trotz der Vorbereitung das Kölsch auch am Tag vor Weiberfastnacht. Und das, obwohl hier ein paar Stunden später kein Tisch und kein Stuhl mehr stehen wird. Auch das Kölsche Dreigestirn mit Prinz Ralf kommt zum Essen für eine Stunde vorbei. Eine Grundlage schaffen für anstrengende 15 Auftritte pro Tag. Gilt sowas auch als Termin hier oder ist das außer der Reihe? Nein, das ist Pause, das ist kein Termin. Gestern Abend um 21:30 Uhr. Gestern Abend um 21:30 Uhr, die Gäste müssen raus, die Helfer beginnen, alles abzumontieren, was morgen durch die Gäste kaputt gehen könnte. Türen, Lampen, Bilder. Die Truppe ist eingespielt, die meisten Helfer sind Studenten, sie arbeiten schon seit etlichen Jahren an Karneval hier. Heute Morgen dann um 7.30 Uhr, schon in aller Früh hat sich eine Schlange vor dem Haus Unkelbach gebildet, obwohl das Brauhaus erst um 21:30 Uhr aufmacht. Wann seid ihr denn aufgestanden heute? 6:30 Uhr. 5 Uhr stand der Wecker. Und dann schnell in Schale geworfen, weil? 6 Uhr Leberkäse, Spiegelei und dann umziehen und dann los. 7 stehen wir hier. Im Brauhaus die Ruhe vor dem Sturm. Alexander Manik und seine 40 Mitarbeiter stärken sich noch beim gemeinsamen Frühstück, bevor der Stress losgeht. Um 21:30 Uhr geht dann endlich die Tür auf. Seitdem heißt es für die Karnevalsfans schunkeln, tanzen und feiern.